So, hallo und herzlich willkommen zu einem Teststream. Wir haben heute den 31.01. und alle, die jetzt zuschauen, haben so einen kleinen Vorsprung, was meine Aufnahmen auf Star Trek Flottenkommando oder mit Star Trek Flottenkommando betrifft, weil ich habe bisher größtenteils nur Videoaufnahmen gemacht und die dann unter YouTube veröffentlicht. Und da habe ich noch ein paar auf Halde zu liegen, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Und alle, die diesen Livestream auf YouTube jetzt gerade nicht verfolgen können, macht euch bitte nicht raus. Das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, da war die Verbindung wohl nicht ganz so gut oder mein Rechner gibt nicht so viel her. Jedenfalls hat die ganze Sache geleckt. Also man konnte das nicht richtig zuschauen. Und diesen Teststream habe ich deswegen nicht veröffentlicht, also nicht angekündigt. Und ich hoffe, euch geht da nicht allzu viel verloren. Ich werde auf jeden Fall diese Sache ja speichern und ihr könnt das euch nachträglich anschauen. Ja, was soll ich noch sagen? Ich habe vorher einen Stream auf Twitch ausprobiert. Auch den werde ich auf YouTube veröffentlichen. Und man könnte sagen, das, was jetzt gerade zu sehen bzw. was aufgenommen wird, ist Teil 2 meines Teststreams vom 31.01. Ja, was habe ich im ersten Teil gemacht? Könnt ihr euch gerne nochmal mit anschauen. Da habe ich versucht, ein bisschen nachzujustieren, was die Einzelarmada betrifft, die Vorherrschaftsarmadas. Und da würde ich gerne weitermachen wollen. Ich habe das so lange gemacht, bis das Spiel zusammengebrochen ist. Und nochmal, vielleicht auch die Fragen an euch gestellt, liegt das vielleicht an meinem Rechner, dass seit einigen Tagen die sogenannte Prime-X, so nennt die sich, immer wieder zusammenbricht. Also ich kann da ein, zwei Stunden hier dieses Spiel vielleicht auf dem PC machen. Oder habt ihr das gleiche Problem? Ist das irgendwie verbuggt? Glaube ich, hatte ich in meinen Videos auch schon mal angedeutet. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Machen wir weiter. Alle, die dazukommen, herzlich willkommen. Alle, die da kommen, dann später auch noch herzlich willkommen. Schreibt gern ein paar Sachen in den Chat rein. Lasst uns ein bisschen sprechen. Gebt mir insbesondere Hinweise, falls dieser Livestream leckt, also falls das nicht mit der Übertragung so gut funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert, da würde ich sowas gern öfter machen wollen. So, ja, was mache ich hier gerade? Ich repariere hier meine drei Schiffe für die Einzelarmada. Das ist meine Augur, das ist meine Enterprise und die Defiant. Ich habe versucht, die Kurse ein bisschen nachzujustieren. Habe da auch festgestellt, dass der eine oder andere Offizier doch nicht ganz so gut hinhaut. Schaut mal, meine Defiant, die ich hier habe, auf knapp 6 Millionen jetzt. Ist in der Zwischenzeit sogar fast mein drittstärkstes Schiff, hätte ich gar nicht gedacht. Noch nicht mal so ein Fraktionsschiff, sondern so ein Spezialschiff. Immer wieder mal so ein bisschen ausgebaut oder verbessert, was möglich war. Ich glaube, ich habe das Maximum jetzt erreicht. Ja, Stufe 4 von 12. Weil hierfür, für den Impulsantrieb, brauche ich eine Komponente, die ich erst mit Level 42 erhalte. Oder mit Ops 42. Und zwar einen isolinearen optischen Chip. Stufe 5. Der müsste dann im Fraktionsshop, im bajoranischen Fraktionsshop zu sehen sein. Ja, den habe ich nicht. Das heißt, ich bin hier irgendwie auf Maximum. Besser geht's nicht mit diesen 5,9 Millionen. Aber was ich in dem ersten Stream auf Twitch festgestellt habe, ist, dass als dritter Offizier der Lorca nicht ideal ist. Also zumindest nicht bei mir ideal ist. Ich habe nämlich die Beverly Crusher hier ausprobiert. Die habe ich nun mal so raufgesetzt auf dieses Schiff. Und die hat sich da doch ganz gut gehalten. Auf jeden Fall habe ich Dex und den Begier hier drauf. Und die, da seid ihr euch alle einig bisher, dass diese beiden Offiziere auf der Defiant ganz gut sind.
Und hier sollte ich mal den Lorca probieren. Der hat sich allerdings nicht bewährt. Ich konnte mit der Defiant nur zweimal eine ungewöhnliche Einzelarmada machen. Und mit der Beverly allerdings dreimal. Also die war da besser. Und deswegen würde ich die Beverly Crusher hier wieder raufsetzen. Die fand ich doch ganz gut geeignet hierfür. So, ich weiß nicht, ob man hier bei den Offizieren, bei den Deckoffizieren noch irgendwas machen sollte. Da habe ich jetzt eher weniger darauf geachtet. Aktianisches Gift, das bringt hier natürlich nichts. Und Nanosonden auch nicht. Oder ob man hier irgendwas anderes raufsetzen kann. Bisher habe ich ja die Unterdeckoffiziere eher auf meiner Augur raufgepackt, also spezialisiert. Agent G, hi, willkommen. Willkommen im Test-Livestream Star Trek Flottenkommando. Ganz gerne ein paar Hinweise, Tipps geben oder einen Hinweis geben, wenn der Stream lecken sollte, wenn es störend ist, wenn es nicht flüssig läuft. So, also Beverly Crusher wieder rauf. Dann reparieren wir mal unsere Enterprise. Ich würde also nochmal ein paar Einzel-Armadas probieren. Ich warte jetzt nicht ab, bis ich in dieser Reparatur unterstützt werde. Ja, danke für das Lob. Schaust auch die Videos. Ich habe übrigens, falls du gerade dazu gestoßen bist, heute auch auf Twitch probiert, einen Teststream zu machen. Der dürfte dort abfragbar sein. Ich werde ihn in den nächsten Tagen allerdings auch auf YouTube hochladen. Da habe ich gewartet, bis das Spiel zusammengebrochen ist. Der Stream müsste eigentlich ziemlich flüssig gelaufen sein. Ein Stream auf YouTube zu machen, ist mir aber eher lieber. Gebe ich ehrlich zu. So. So, jetzt sind die drei Dinger fertig. Hier, schaut euch das an. Ich glaube, es war... Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer das war, gesagt hat, ich soll hier mal auf die Unterdeckoffiziere achten. Ja, gerne. Danke fürs Schauen meiner Videos. Agent. So, hier. Die Augur. Da habe ich alles, was so möglich ist, an Unterdeckoffiziere raufgepackt, was so passen könnte. Also zumindest im Kampf. Na, das habe ich jetzt nicht verändert hier, ne? Der Bäumler-Effekt. Dann machen wir anders. Man kann doch hier unten, hier, wenn man hier raufklickt, hier, na, dann kann man die Unterdeckfähigkeiten aufrufen. Kybernetische Übertaktung, also hier. SDP 50%, Penetrationswerte 30%, Waffenschaden, HTP, Schadensabmilderungswerte 50%. Ja, also hier habe ich alles raufgepackt in der Auge, was möglich ist. Vielleicht kann man das auch verteilen. Könnte auch Sinn machen. Ja, so. Könnte man da... Also die Kira, glaube ich, die macht sich ganz gut, ne? Wechselball-Kira. So, jetzt, so lassen wir das drauf. Hier bei der Enterprise ändere ich jetzt auch nichts. Da lasse ich den Kirk auch drauf. Kirk oder Khan ist aktuell irgendwie gleich. Bei meiner Stufe. Das nimmt sich nicht viel. So. Und jetzt geht's los. Die nächsten Einzel-Armadas. Zusammenfassend nochmal. Ich würde nochmal Folgendes probieren. Achso, übrigens, ja, habt ihr auch jetzt gerade einen Wissensvorteil. Wir haben Lenara, oder Ivo hat Lenara abgegeben. Das war heute sogar. Und hat sich Tefkari als ein Sternegebiet geschnappt. Das war auch irgendwie so geplant. Das war auch das Ziel. So sehen die Zielgebiete von Ivo aus, und die haben die auch so bekommen. Ja, Lenara wurde abgegeben, weil Phoenix dieses Gebiet haben wollte. Dann haben die auch ihre Zielgebiete, aber ein bisschen wird sich hieran noch tun. Dazu aber auch zum späteren Zeitpunkt. Ja, 2 Sekunden lang gestoppt, jetzt läuft es stabil. Ich hoffe, es bleibt so. Ansonsten ist es mit Streams
ziemlich schwierig. Da muss ich wahrscheinlich, wenn das wirklich stören sollte, auf meine Videos, also bei meinen Videos bleiben. Dann ist das Dorf, wo ich bin nicht an ein, ja, dann doch wahrscheinlich zu schwach, die Verbindung. Da muss ich da ein paar Jahre warten, bis ich irgendwann mal die, ja, das ist aber in Deutschland, ne? Das ist Deutschland so, da hängen wir, was Internet betrifft, hinterher. Das ist wahrscheinlich in Afrika stabiler. So, werden wir mal hier unsere Schiffe jetzt Richtung Alafos wieder bewegen. So, und als Weltverbesserer. Hallo, Weltverbesserer, ich grüße dich. Genau. Willkommen im Livestream. So, in dem ersten Stream on Twitch hatte ich ja probiert und wir konnten drei ungewöhnliche Einzelarmadas machen. In allen dreien hat meine Defiant überlebt. Jetzt habe ich die gleiche Crew wieder drauf und jetzt würde ich Folgendes austesten. Ich würde jetzt nicht meiner Augur einen Buff geben, sondern der Defiant. Vielleicht gleicht sich das ja so ein bisschen aus. Mal schauen, wie das wird. So, bis die angekommen sind, kann ich hier noch ein paar Gegenstände einsammeln. Ja. Kann ich hier noch ein bisschen was abholen? Truhen und Gebäuderessourcen habe ich aktuell abgeholt. Und hier, kann ich hier irgendwas? Nee, alles voll. Alles übervoll. So sieht es immer aus. Alle einfordern geht noch gar nicht. Da brauche ich Syndikats Level 21. Ist auch nicht schlecht sowas, wa? Hier, so ein paar. So, ja. Nein, ihr müsst draufklicken und alles einzeln anklicken. Also hier wird wirklich gesperrt, oder? Hier wird irgendwas in diesem Spiel, ist auch clever, verhindert. Und man muss irgendwas erwerben oder sich weiterentwickeln, um hier irgendwelche Button nur anklicken zu können. Das ist doch irgendwie krass, finde ich. Ja. Also, ich muss Syndikats Level 21 erreichen, damit ich mit einmal alles einfordern kann. Hi Fly, ich grüße dich. Ja, ich teste wieder einmal unangekündigt. Unangekündigt einen Stream. Ich würde gerne von euch wissen wollen, ob das irgendwie leckt oder nicht. Ich habe das einmal auf Twitch ausprobiert heute, also vor ein paar Stunden, ein, zwei Stunden. Und jetzt probiere ich das nochmal auf YouTube aus. So, ich würde doch eher ein bisschen öfter streamen wollen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich wirklich nur die Plattform YouTube nutze oder vielleicht auch Twitch zusätzlich. Ja, Syndikat-Level ist teilweise das Wichtigste. Übrigens, meine Schiffe sind ja in der Zwischenzeit angekommen. Starten wir gleich. Übrigens, um diesen Crush oder wie der heißt zu bekommen, nicht mehr. Da kann man ja auch Pläne, Syndikatspläne bekommen. So, bin ich jetzt ein bisschen blind? So. Hier kann ich noch mal ein bisschen helfen. So. Wo haben wir denn? Da gucken wir uns gleich noch mal an hier. Hier kann ich auch noch was abholen. Was, ein Trailblazer ist wieder aktiv? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. So ein Mist aber auch. Ja, wir hatten ja gerade eine Übernahme teilgenommen. Da habe ich nur zwei Schiffe hingeschickt. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, wie die Kampfpässe hier gerade sind. Diese hier. So, und da gibt es ja diesen Trailblazer wieder. Ah, dann hat sich das wieder aktiviert. Schade, da hätte ich ein paar mehr Punkte sammeln können. Hier oben, da hätte ich mit ein oder mit zwei Mal das hier schon erfüllen können. Aber es gibt ja noch einige Verteidigungen. Da sollte es mir gelingen, das auch vollständig abzuschließen. So, schauen wir mal hier an. Haben wir hier wieder ein paar? Ja, wir haben drei oder vier, fünf. Wir haben sogar fünf ungewöhnliche. Da können wir mal schauen, wo es die meiste Beute gibt. Hier gibt es 505. Was haben wir hier? 103. Hier oben gibt es vielleicht ein bisschen mehr, aber oder? 101? Nee, doch nicht. Und hier 102? 108.
Fangen wir mal hiermit an. Wir starten eine Armada, Einzelarmada. Also 10 Stück, nee, 11 Stück kann ich noch starten. Agent, du wirst zurzeit nur abgeschossen in Star Trek. Hast du einen aggressiven Server? Oder einen jungen Server? Oder ist bei euch eine Menge los? Also das ist bei uns hier auf Server 168 nicht. Da ist PvP ziemlich wenig. Beziehungsweise die ROEs, das sind so, Community-Regeln, die sind meistens serverübergreifend, zumindest die wichtigsten, verhindern PvP. Also ich bin jetzt kein PvP-Spieler, seht ihr sicherlich aus meinen Videos, dass ich jetzt nicht unbedingt derjenige bin, der hier andere Schiffe abknallt. Aber hier passiert ziemlich wenig. Also jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich das nicht verpasse. Ich werde den Buff, den kann ich gar nicht auf meine Define schicken. Ah. Gut zu wissen, liebe Leute. Ich kann mich gar nicht selbst buffen hier, was die Define betrifft. Server 114. Und da ist eine Menge los wahrscheinlich, ja? Server 108. Achso. Ja, die Frage kam gerade von Fly an Agent, auf welchen Server er ist. Ja, 114, genau. 114 ist aber schon, scheint ein etwas älterer schon zu sein, ne? Älter als 168. Also zumindest, wenn man das chronologisch betrachten würde von den Zahlen her. So, ich werde mal gleich die nächste Armada starten, dann nehme ich die hier unten. Das ziehe ich jetzt durch, muss ich auch, damit der Buff, der Defiant, so lange wie möglich hält. So. Ja, die Defiant hatte jetzt nur so circa 15-20% an Hülle verloren. Also hält sich mit dieser Kuh sehr wacker, finde ich. So, dann können wir noch eine dritte Armada machen. Und dann probieren wir was anderes. Ich werde mal die... Doch, dann probieren wir. Dann gehen wir auf seltene über. Dann machen wir die seltenen Armadas. Mal sehen, wie viele Richtlinien ich da habe. Die kann ich mir hier drüber gar nicht anzeigen. Ist nicht weiter so schlimm. Aber dann werden wir ein paar seltene machen. Mal sehen, wie viel wir dort erledigen können. Da werde ich mir aber Hilfe holen. Und zwar die Titan. Da ist die Crew egal, ne? Auf Fly 164. Hattest du nicht schon mal geschrieben, dass wir ein Einfall-Event hatten? Warst du das? Dass 164 und 168 schon einmal bekriegt haben? Oder war es jemand anders? Ja, ich habe angefangen, bei der Einzelarmada die Forschung zu machen. Vielleicht habe ich auch aktuell so ein bisschen, nicht unbedingt Pause gemacht, also so ein bisschen Forschung ist da schon. So, das war jetzt übrigens die zweite Armada, aber da kann man ja mal so ein bisschen austesten. Und jetzt mache ich die dritte. Ich nehme mal das hier unten. Ich glaube, hier war etwas mehr Ware. Ja, da schicken wir die... So, also das hält sich wirklich stabil. Die Defiant hat nur die Hälfte an... Hülle verloren. So, wir können noch eine dritte Armada machen und haben wir drei durchgezogen. Und ich schaffe es nicht, oder es ist aktuell noch nicht so, dass in der dritten Armada der Buff der Defiant zieht. Ihr seht hier unten, ist fast abgelaufen. Ich vermute mal, vielleicht, das kriegt man auch über die Forschung hin, dass der Buff länger hält. Ja, ich weiß, es gab Power für uns, aber auch nur, weil wir auf unseren Server, was PvP betrifft, so grundsätzlich betrifft, so ziemlich faul sind. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden beleidigt. Aber das Ziel, das erste Ziel von vielen, wenn das Einfall-Event stattfindet, ist, sich in eins der kleineren Systeme hier zu verziehen, hier, und das Einfall-Event abzuwarten.
Ich zeige natürlich den Stream. Fly fragte mal die Crews zu zeigen. Das mache ich. Das mache ich nochmal. Ja. Wollen wir mal die Forschung gucken? Wir gucken mal Forschung an. Wir warten mal die eine Sekunde noch ab. Es müsste sogar so sein, dass die Feind auch die dritte Schlacht hier überlebt. Ja. Also ganz knapp, Hülle sind noch 10-15% da. Drei ungewöhnliche Armada, eine davon ungebufft. Achso, das ist ja völlig egal. Ich wollte gerade, ist ja völlig egal. Zählt ja nur für die Augur. Aber der Augur ist es völlig egal hier. Die hat 20% an Hülle verloren. So, wir lassen mal alle zurückkehren. Wir werden als nächstes, hoffentlich. Ich hoffe, ich starte jetzt keine seltene Armada, wenn ich nur mal auf einen leichten Weg prüfen möchte. Ja, wir haben genug. Also ich habe 1900. Wir könnten 9 Armadas starten. 9 seltene Armadas starten. Nee, abwarten natürlich nicht. Aber ich konzentriere mich meistens nur auf einige Dinge während des Spielens. Und ich glaube, ich anstatt... Hier, ihr seht ja, ich habe ja sämtliche Forschung hier aktiviert. Da habe ich nicht die Define-Forschung vorangetrieben, sondern andere Forschung. Weil man könnte ja alles erforschen. Und Scorpli hat sich ja da was einfallen lassen, um dort flexibler zu sein. Na, man könnte zusätzliche Forschungsknoten, weiß ich, wie man die bezeichnen möchte, kaufen. Kann man ja machen. Ja. So ein Bauplatz, den hatte ich mir erworben im Rahmen dieser Obststeigerung von 39 auf 40, falls ihr euch daran erinnert. In der Zwischenzeit bin ich auf 41. Ihr könnt mal raufschauen. Ja, es ist jetzt möglich. Ich werde es aber noch nicht tun. Da rush ich dann doch nicht so schnell. Ich habe die erforderliche Anzahl an 4 Sterne Eisenerz zusammen. Ich brauche ja 22.222, die Zahl ist krass, 22.222 an 4 Sterne Erz. Ich habe jetzt 23.700 gehortet, sodass ich meine Ops von 41 auf 42 bringen könnte. Und ist, wo Materialeinsatz belohnt wird. Und dann setze ich das ein. Ja, das will ich jetzt doch aktuell nicht machen. Da seid ihr die Ersten, die das jetzt erfahren, live erfahrt. Ich könnte die Ops in Bau bringen, macht das aber noch nicht. So, aber ich wollte ja hier wegen Forschung schnell gucken. So, hier, ich mache hier Station Galaxie so ein bisschen hier oben. Und mehr kann ich nicht forschen, aber bei den Raumschiffen bin ich hier. Guck mal hier. Ja, hier ist die Define-Forschung. Dann könnt ihr raufgucken, jetzt. Ein bisschen was habe ich schon gemacht. Irgendjemand hat mir mal gesagt, dass das obere für Armadas ist. Man kann hier mal was anklicken. Hier, flankierendes, oder? War das hier? Ja, gegen Einzelarmada, ne? Der obere Bereich ist für die Armadas. Der mittlere Bereich ist für Gruppenarmadas. Also hier Einzelarmadas, ist das richtig? Ne? Einzelarmadas, Gruppenarmadas und das hier unten ist normal. Aber würde auch für Armadas zählen, oder? Oben ist Einzeln, genau. Ne? Vielleicht sagt gerade, oben ist für Einzeln, in der Mitte ist für Gruppe und unten ist für alles. Na, so, und hier oben habe ich erstmal hier, seht ihr ja, 3 von 10, 5 von 10, 3 von 10, schon mal so ein bisschen angefangen zu forschen. In der Mitte eher nur einmal, da habe ich nur überall einmal was eingesetzt, um hier weiterzukommen. Ja, weil man muss ja immer hier unten, wenn man das einmal erforscht hat, dann kann man das nächste erforschen. Da habe ich wirklich nur 1 von 10 hier überall und hier oben habe ich ein bisschen mehr gemacht. Ach, unten ist PvP. Unten ist PvP, nur PvP. Na, deswegen habe ich hier auch wirklich nur eins reingesteckt. Ich glaube, ich würde das hier unten dann auch nur dann steigern.
wenn ich das für hier oben brauche, dann manchmal ist es ja so, dass man dann hier oben erst oder irgendwo erst dann weiter forschen kann, wenn man auch in den anderen Bereichen Forschungspunkte investiert hat. Genau. Also hier könnte man durchaus doch ein bisschen weiter forschen, aber ich habe mir das Thema Einzelarmadas ja auch jetzt erst wieder so ein bisschen vorgenommen zu machen. Ne? Ich habe übrigens, wenn ich die Valdor erhalten habe, wenn ich wirklich so weit bin, dann habe ich das nächste Thema, was ich angehen möchte, dazu aber zum späteren Zeitpunkt. So, jetzt sind wir hier wieder da. Und dann gehen wir gleich die seltenen Armadas an. Mal sehen, wie weit wir da kommen. Mal sehen, was er noch alles in den Chat reinschreibt. Kostenreduzierung, Forschung. Kosten, Zeit. Das ist das mit den Dollarzeichen. Fly, ist das richtig? Bei der Forschung. Ich glaube, das hattest du mir auch schon mal gesagt. Da versuche ich mich auch dran sogar ein bisschen zu halten. Bei den Forschungen. Egal, wo man hier raufklickt. Ich klicke mal hier bei... man kann mal Gebiete. Gebiete würde ich auch machen wollen. Ja, schaut euch mal an. Hier bei Gebiet habe ich wenig. Aber ich halte mich so ein bisschen zurück bei den Gebieten. Da muss ich immer dieses Zeug einsetzen. Iso-Emulsion. Und ihr wisst, ich will die Jellyfish haben. Ich will die Jellyfish haben. Und dazu brauche ich das Zeug auch. Nicht nur die Valdor, die Jellyfish will ich auch. Nicht, weil ich dieses Schiff unbedingt haben will und ausbauen will, sondern wenn ich die Jellyfish habe, dann ist wohl was anderes auch noch möglich. Irgendwie in der Produktion, in der Raffinerie. Und darauf kommt es mir also ein bisschen an. Ja. Aber hier gibt es Dollarzeichen, hier zum Beispiel, hier, da effiziente Forschung, 6 von 12 Dollarzeichen hier unten, effiziente Konstruktion und das ist das, glaube ich, Fly, was du meinst. Hier mit dieser Forschung treibe ich meine Effizienz voran. So ein bisschen hier bei Xbox zum Beispiel habe ich auch hier unten 5 von 10. Hier, 5 von 10. Das war richtig teuer. Seht ihr gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier mit meiner... Ich muss mal testen, ob das geht. Ja, es geht während des Livestreams geht das auch. Hier unten den Komponentenboost. Den habe ich gemacht, um meine Ops möglichst schnell auf 40 zu steigern, falls ihr euch daran erinnern könnt. Und bei diesem Komponentenboost erhöht man die Basismaterialkosteneffizienz für Schiffskomponenten. Also gerade hier diese... Achso, bei Schiffskomponenten? Okay, Material, das müsste ich hier auch steigern. Ne? Hier habe ich eine Menge reingesteckt. Das hat auch sehr lange gedauert. Ja, Fleisch schreibst du auch, ne? In den Gebieten, gesetzlose Exborg-Stationen und so weiter. Überall forschen. Links oben hier. ISO-Forschung. Kosteneffizienz. Habe ich auch schon 4 von 10. Ja, also aber ich habe auch schon eine Menge an Ressourcen reingesteckt. Und hier seht ihr, 25 Tage ist jetzt nicht unbedingt viel. Aber hier bin ich schon bei... Nee, da brauche ich auch Level 6 Materialforschung. Oder hier? Ja, 33 Tage. Einen ganzen Monat, da habe ich dann auch Beschleuniger genommen. Und wo ihr euch ja auch manchmal die Haare rauft... Latinum. Da habe ich aber in der Zwischenzeit schon wieder 125.000 sammeln können. Ich war hier runter auf 50 oder 40 oder 20 oder irgendwas ähnliches. So, genau. So, jetzt reparieren wir mal ein bisschen stärker hier. Machen wir mal Beschleuniger. So. Wir wollen ja ein bisschen vorwärts kommen. Selbst wenn es ein Livestream ist und wir uns ja auch so ein bisschen unterhalten können. Ach, Der Stream, der stoppt jetzt gerade wieder, schreibt Agent. Ich hoffe, dass es nur kurz war. Hau die Datenleitung wieder nicht hin. Geht weiter, alles klar. Gut, okay. Ah, danke immer für die Tipps, ne? Also diese Tipps gerade, wie stabil der Stream läuft, ist das Ziel dieses Streams. Deswegen mache ich das gerade, um auszutesten, unter welchen Bedingungen läuft alles ganz gut. Also ich muss dazu sagen, ich mache das ja von zu Hause aus.
und aktuell eben nur über einen Rechner. Ah, danke, alles klar, so wär's besser, ja. Gut, danke für den Tipp. Das ist der Vorteil bei Streams, ne? Ihr könnt sehr schnell antworten. Macht mal die andere Ansicht gerade. Hm? So. Das ist mir auch in den Aufnahmen ab und zu mal passiert. Und ich mache ja wirklich aktuell drei Dinge gleichzeitig. Bei meinen Aufnahmen, Videoaufnahmen, mache ich nur zwei Dinge gleichzeitig. Nämlich, oder ich mache jetzt vier Dinge gleichzeitig. Drei bei den Aufnahmen. Ich spiele, versuche mich auf das Spiel zu konzentrieren. Die zweite Sache, ich versuche das zu moderieren. Und das dritte, ich gucke, ob alles auch irgendwie läuft. Und jetzt kommt noch eine vierte Sache dazu. Nämlich in den Chat zu gucken und dann entsprechend auch zu reagieren. Das ist die vierte Sache. Das ist schon eine Herausforderung. Und alles auf einen Rechner aktuell. Alles auf einen Rechner. Das ist dann für meinen Rechner eine Herausforderung, glaube ich. Und aktuell läuft bei mir zu Hause nichts weiter. Nur das. Und ansonsten kann ich bei uns noch Familienmitglieder Fernsehen schauen, auch über Internet. Und da muss dann die Datenleitung schon eine ganze Menge herhalten. Und ich teste gerade aus, was alles so funktioniert und was nicht funktioniert. So, jetzt sind die Schiffe repariert. Wir wollten die Crews angucken. Fly, du hast gesagt, wir wollten nochmal die Crews anschauen. Seht ihr das? Oder doch wieder die andere Ansicht? So ist es ein bisschen deutlicher zu sehen. Muss ich bloß darauf achten, dass ich das nachher wieder zurückschalte. Aber jetzt ist diese Ansicht, glaube ich, ein bisschen besser, weil die Offiziere etwas größer zu sehen sind. Hier, ich habe den, auf der Augur habe ich den Cisco, ich glaube, Cisco und Miles O'Brien sind die aktuellen, die sind ganz gut, oder? Und ich habe die Wechselbalg-Kira erhalten und die habe ich dann auch gleich raufgesetzt auf die Augur. Kam auch bei euch als Hinweis. Und dann hier unten die im Unterdeck hier, diese Crews, die ersten beiden, die Nummer 1 hier, den Riker, den ersten Riker, epischen, der ist glaube ich für Föderationsarmadas, ganz gut. Habe ich nie benutzt. Cisco Crew ist gut, ja. Auch so in der Konstellation. Habe ich auch bei den ein oder anderen Mitspieler gesehen. Und im Unterdeck habe ich die Unterdeckoffiziere reingeknallt, die irgendwas mit Kampfstatistik, also Kampf hier, Verteidigung oder Angriff sind. Also jetzt nicht, was mit Sammeln betrifft oder ähnliches. Ja, alles auf die Augur rauf, auf mein stärkstes Schiff. Dann hier. So. Das ist, die habe ich auf der Enterprise drauf. Die Enterprise ist mein zweitstärkstes Schiff. Deswegen habe ich die als zweites Schiff genommen für Armadas. Hier 5 von 11 und 6 von 11. Glaube ich, ist keine Armada-Crew. Zumindest 6 von 11 ist ja was mit Armada zu tun hat. Aber 5 von 11, ja, ganz allgemein hier. 600% auf die Gesamtgesundheit aller Offiziere auf dem Schiff. Hier, Rüstung und Ausweichen. Aber ich glaube, das ist auch obligatorisch, ne? Und ihr werdet alle assimiliert werden, um einfach mehr Ressourcen zu bekommen. Aber da ist es völlig egal, ob die nun Captain ist oder nicht. Ne? Hauptsache, die ist hier oben mit bei. Und hat eine tolle Synergie, 400% zu 6 von 11. Und hier, Verteidigung ist irrelevant, hat ja was mit Armada zu tun hier. Ne? Armada-Ziel. Und ich denke mal, da ist es egal, ob es eine Gruppen- oder eine Einzel-Armada ist. Das seht ihr hier oben noch stehen. Und hier habe ich auf Offiziere eher weniger geachtet. Ich weiß nicht, ob man da noch bei den Unterdeck-Offizieren irgendwas machen kann. Höchstens die mit Gesundheit reinknallen. Oder? Also hier. Gesamtgesundheit aller Offiziere. Dass man hier unten Gesundheitsoffiziere reinknallt. Harry Kim. Ob ich Harry Kim habe? Da habe ich mich bisher wenig beschäftigt. Heißt der auch wirklich so Harry Kim mit H, ne? Also, na klar heißt der Harry Kim, aber vom Namen her
Jetzt sortiert das mal nach Namen. Was haben wir denn? Es müsste irgendwie, das wäre vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich mache mal wieder etwas kleiner. Das müsste irgendwie ein Hinweis an Scorpeli vielleicht. Vielleicht guckt der Scorpeli zu. Ne? Da muss man nicht den Supportern schreiben. Dass man hier irgendwo hier zumindest bei der PC-Version anklicken kann und dann schreibt man den Namen rein und dann sucht man direkt. Man kann es immer irgendwie sortieren, aber nicht, dass man jemanden, einen Offizier direkt suchen kann. Das wäre natürlich auch toll, denn irgendwann merkt man sich ja die Namen und dann kann man doch so irgendwo hier, ja. Ach so, ein Unterdeck-Offizier. Na, dann bleiben wir mal gleich bei Unterdecks. Unterdeckfähigkeiten, dann müsste er hier irgendwo sein. Ja, ach übrigens, toller Hinweis, Fly. Den muss ich vor kurzem erst bekommen haben, weil der ist hier noch als neu gekennzeichnet. So, danke für den Hinweis. Du kennst dich besser mit meinem Account aus als ich, wa? Auf zur Reise. Zu Beginn einer Runde hat Herr Kim eine 10% der Chance, eine Runde lang Moral. Also der muss dann auf der Enterprise rauf, ne? Oder in die Enterprise rein. Eine Runde lang Moral für dein Schiff aufzubringen. Aha. Na komm, dann machen wir hier ruhig. Ist ja nicht viel. Dann investieren wir hier so ein paar Offiziers-EPs. Ist ja nicht teuer. So. Damit ein Flötenspieler, alles klar. Stimmt, genau. Und dann nehmen wir im Idealfall, na komm, bringt eigentlich Belana hier irgendwas? Hüllenbruch? Nee, bringt nicht, ne? Hüllenbruch ist D4. Hüllenbruch ist D4, ne? Also die Klingonen. Die hat eher was auf dem Klingonenschiff zu suchen. Dann tauschen wir sie mal aus gegen Herikim. So, ne? Und was ich dann auch noch gemerkt habe, hier den dritten Offizier, den Kirk. Also Kirk oder Lorca wurde mir gesagt, empfohlen. Aber ist ja völlig egal, oder? Belana bleibt drin, Sulu muss raus. Und Belana bringt was, ja? Ja, den Sulu, den hatte ich jetzt drin gelassen, vielleicht wegen Gesundheit, oder? So. Weil Belana hat bei mir 2300 und der Sulu, der hatte ein bisschen mehr. Aber machen wir so. Dann können wir den hier auch noch austauschen. Ja, Kirk raus, Khan rein. Das habe ich als Empfehlung erhalten. Das habe ich in meinem ersten Stream ausprobiert. Kirk und Khan machen aktuell bei mir keinen Unterschied. Also so gut wie kein Unterschied. Ich mache mal hier nochmal einen auf Gesundheit. 10 von 11 brauche ich doch gar nicht irgendwie, ne? 10 von 11 wird hier mir angeboten, dann bringen wir den rein. Der hat 63.000. Den lassen wir mal drin hier. Und dann, ja, ich tausche mal den Khan aus, oder? Aber der Khan, der hat ein bisschen weniger an Gesundheit. Wenn ich den Kirk reinbringe. Die machen einen riesen Unterschied, ja? Also ich habe das jetzt nur mal getestet. Ich hatte ja einmal, also hier in den ersten Stream, hatte ich als erstes den Kirk laufen. Nee, als erstes den Khan laufen. Und habe dann versucht abzuschätzen, okay, wie viel Hülle hat denn die Enterprise nach drei ungewöhnlichen Einzelarmadas verloren? 50% circa. Und dann habe ich den Kirk gegen den Khan ausgewechselt. Oder umgekehrt. Und kam auf die gleiche. Stärke. Ja, die Fähigkeit, das weiß ich, ne? Hier, ne? Jedes Mal, wenn das Schiff von einem Schiff oder von den Waffen einer Verteidigungsplattform getroffen wird, erhöht Khan die kritische Trefferchance. Jetzt ist die Frage, eine Einzelarmada, zielt die als Schiff? Ja, also da bin ich mir nicht so sicher. Das weiß ich nicht. Ist das so? Zählt eine Einzelarmada als Schiff oder als Verteidigungsplattform?
Weil hier steht der wilde Beharrlichkeit. Das ist ja die Fähigkeit. Naja, mein Khan. Wie weit ist der Khan? Der Khan ist bei... Der hat eine Stärke hier von 75.000. Geh mal hier rein, ne? Der hat 16 von 20 hier. Und der ist Lieutenant Commander. Wahrscheinlich zu schwach, ja? Also den könnte ich auf 20 steigern und dann ist nochmal was drin. Bis 30 dürfte es ja gehen. Der ist noch zu schwach, ne? Aber es ist... Ich lass den ruhig drin, weil es aktuell egal ist, ob ich den Khan oder den Kirk drin habe. Die beiden haben in etwa zumindest aktuell das Gleiche. Ja, wahrscheinlich hast du, vielleicht wahrscheinlich hast du auf meinem Level mehr ausgebaut. Ich bin ja noch ein ziemlich schwacher 41er. So, jedenfalls sollte das jetzt so reichen, wa? Schauen wir mal. So, machen wir uns den Weg wieder auf den Weg nach Alafos. Ja. Na, jetzt klappt's. Die Feind. So, jetzt schicken wir die Titan hinterher. Soll ich sie Cerritos auch noch losschicken? Dann sind wir richtig mit 5 Schiffen unterwegs. Hallo Steffen, schöne Grüße. 16 Millionen mehr Macht auf Level 41, ja? Ach, die Define Crew. Die Define Crew, die ist okay. Siehst du das? Also, da habe ich Dex Begier und ich habe die Beverly raufgesetzt. Und glaube ich, hatte schon mal gesagt, ich hatte vorher, da hieß es, Mensch, nimm mal anstatt der Beverly, nimm mal Lorca. War der Tipp, Lorca zu nehmen. Bei der Beverly konnte ich 3 Armadas mitmachen und bei Lorca war die Defiant fast zerstört. Beim ersten Mal. Also da hat die Beverly einen riesen Unterschied gemacht. Aber wen soll ich dann reinnehmen? Anstatt der Beverly? Wen soll ich denn reinnehmen? Also ich kann es jetzt natürlich nochmal schnell machen, das mache ich. Na, dafür ist es ja auch da. Wir können hier ein bisschen was ausprobieren. Ich höre gern auf euren Rat. Um die Sache jetzt mal zu beschleunigen, hole ich... Ja, nein. Doch anwenden, war doch richtig. Was ist mit meinen Stamins los? Ist der irgendwo unterwegs? Ist ja egal. Ja. Zack. Wackelt denn die Station ganz schön hier? Ein Orbitbeben. So, wen sollten reinnehmen? Und so sieht es aus. Also, Dex und Begier sollten in Ordnung sein. Da würde mich das wundern, wenn es hier eine andere Crew geben könnte. Aber wer wäre denn besser geeignet als Beverly? Ah, eine ganz andere Crew. Also gar nicht eine Armada-Crewfly, sondern Kirk, Spock und Lorca. Aha. Und dann hält die Feind mehr aus, ja? Und die habe ich ja bei mir ganz gut ausgebaut. Ich glaube, der Kirk ist bei mir sogar auf Maximum. Hier. Also besser geht das nicht. Und ich glaube, verbessern kann ich noch ein bisschen. Von 27 auf 30 sind noch 3 Stufen. Aber ich möchte nicht einfach von meinen 13 Millionen hier oben einfach mal so 3 Millionen ausgeben, um einen Levelaufstieg zu machen. Zumal ich den Kirk auch eher wenig nutze.
So, jetzt suche ich den Lorca wieder. Der war hier vorne, wa? So, dann suche ich mal in Ruhe. Hier haben wir den. Den Lorca. So? Ah, testen wir aus, ne? So, jetzt sind wir in der Zwischenzeit hier oben schon angekommen. Hier, Alafos. Jetzt stört mich das tatsächlich. Wollen wir die Cerritos auch mit dazu holen? Also ich schicke auf jeden Fall... Ach, da sitzt der Stemmins drauf. Ach, die ist ja schon da. Komm, für den Stream kann man das mal machen. Da holen wir die Cerritos auch an Bord. Holen wir die Cerritos auch dazu. So. Bringt das was? Miki, hi, ich grüße dich. Eigentlich braucht man nicht so viel Support, ja? Aber irgendwie aus Spaß mal? Komm, wir machen das mal. Spaß ist halber. Komm, die erste Runde machen wir mal nur als Support die Titan. Aber da machen wir die normale Unterstützung, oder? Also jetzt nicht hier maximal. Ne? Hier zeigt er das wenigstens an. Ja, also nur die normale Verstärkung, oder? Sind 4 Minuten? 40? Nicht die maximale Verstärkung. Ist zu teuer, finde ich. Das ist ja die Hälfte von den Ressourcen, die ich habe. Oder? So. Ja, das muss ich gerade aktiviert haben. Hier, Fly. Dass ich hier den Bonus einsammeln kann, ja? Gibt 2 Boni aktuell. Einen habe ich vorhin schon eingelöst. Das ist bei den Ressourcen. Und zwar ein Januar-Belohnungspaket gab es wahrscheinlich irgendwie als Ausgleich. Vielleicht, weil die PC-Version immer zusammenbricht. Weiß ich nicht. Und hier die Eliten. Achso, eine Eliten-Tagesbelohnung. Habt ihr das mal hintereinander gelesen? Eliten-Tagesbelohnung? Da kann man auch irgendwas anderes draus machen. Holen wir uns mal ab. Vielleicht hat es ja, haben wir ja Glück hier, wa? So. Oh, was? Das alles haben wir eben. Also viele diverse Sachen. Aber was Vernünftiges dabei? 4 Sterne, 317. Oh, okay. Ist in Ordnung. So, jetzt sind die alle gleich da. System anzeigen. So. So, also, los geht's. Nach knapp einer Stunde probieren wir jetzt seltene. So, probieren wir jetzt seltene. Da schauen wir doch ein bisschen mehr auf das Material rauf. So. Agent hat geschrieben, wo finde ich gute Crews für Armadas? Da fehlt mir jetzt der Satz davor wahrscheinlich. Auf irgendwelchen Internetseiten bestimmt, ne? So. Demnächst findet ihr auch gute Crews auf meinem Kanal. Mit eurer Hilfe. So, wir schauen das Material an. Ne? Beute, da guck ich 142. Hier diese. Und dann wollen wir ja hier diese Edikte haben. Wir wollen ja noch in den Bajorana-Shop gucken, ob wir da was einlösen können. Ach nee, habe ich ja schon eingelöst. Heute leider habe ich schon eingelöst. Aber vielleicht können wir auch noch epische schaffen. Das wäre vielleicht auch nochmal was. So. Mal kurz mal gucken. So. Nach Nachrichten muss ich auch mal ab und zu mal schauen. So, was hatten wir hier? 142. Hier. 150.
Dann haben wir hier 130. Also die beiden sind ganz gut. Wir können hier, sind ja bloß zwei da. Erinnern. Oder die dritte dann. Also wir haben hier drei Armadas. Wir können hier alle mal, weil ich ziemlich langsame Schiffe habe, hier alle mal so ein bisschen ranholen. Ihr seht, dass ich immer hier hoch und runter mache. Ich scrolle nämlich den Chat gerade. So. Ja, den scrollen, aber... So. Oder er zeigt mir nicht alles an. Doch, mein Chat sollte mir alles anzeigen, ne? So, ich glaube, bis jetzt kann ich noch alles, ja, lesen. So, sind alle da? Gut. Dann starten wir. Ich habe schon wieder vergessen. Hier ist das meiste drin. So, machen wir. Wir starten. So, kann ich erst die Einzelarmada starten? Ich tue das sowieso. Jetzt klickt das schon wieder raus hier. Jetzt hat es funktioniert. So. Wen soll ich mit meiner Defiant buffen? Die Augur. Bestimmt. Ich warte dann noch ab. Und mit der Titan, maximale Verstärkung, muss ich ja bloß anklicken und dann werden die größten, glaube ich, gebufft. Ne? Ich glaube, ich mindestens zwei waren das. So, jetzt haben wir, ich glaube, ich bei 30 Sekunden mache ich das. So. Und die Cerritos, da muss ich ja extra buffen, ne? Da nehme ich, mich würde schon interessieren, wie gut sich jetzt die Defiant hält. War natürlich ein toller Tipp. So. Also, jetzt erstmal das, zack, und dann hier wählen. Bestätigen. Dann die Titan. Verstärkung. Da haben wir aber 2 Sekunden. Jetzt haben wir also, oh, 3 Stück. 4 wurden verstärkt. Gerade noch so. Gerade noch so. So, wie sieht's aus? Naja. Wir starten mal gleich die nächste. Das ist die hier unten, müsste es sein. Mehr den Hanna 30, genau. So. Und dann die Defiant hat etwa 40% an Hülle verloren. Damit ihr das übersteht, würde ich gern nützt die Cerritos irgendwas? Auf die Defiant. Wir haben einmal die Verstärkung und die Cerritos unterstützt andere Schiffe und verbessert deren Kampfleistung auf Grundlage der Cerritos. Die Kampfleistung wird verstärkt. Also ich habe jetzt einfach mal die Defiant noch mit einem zusätzlichen Buff der Cerritos versehen. In der Hoffnung, dass auch die zweite seltene dass sie die Feind überlebt. Also es scheint wirklich so zu sein, Fly, dass auch schon auf meiner Stufe die normale Kirk-Crew die Feind länger am Leben hält. Die Feind ist billiger im Reppen. So, jetzt haben wir Nummer 2. Jetzt machen wir die dritte Armada. Ah, verdammt, jetzt ist hier unten der eine gespawnt. Jetzt ist es zu spät. Da hätten wir da nochmal gucken können.
Dann hätten wir da nochmal gucken können, ob es hier mehr Material gibt als hier oben. Also hier oben gibt es ja nur, wahrscheinlich ist es so. Und, ach, 142. Und hier? 135. Okay, haben wir doch die richtige Entscheidung getroffen. So. Die Augur hat nach zwei seltenen Armadas circa 15% Hülle verloren. Ist gut, ne? Und die Enterprise hat circa 40% Hülle verloren nach zwei seltenen Armadas. Und die Defiant hat jetzt nur noch 10 bis 15% übrig. Also die wird jetzt sicherlich zerstört werden. Der Cooldown der Cerritos. Weiß ich jetzt gar nicht, wo der liegt. Also ist schon wieder einsetzbar. Kann man ja mal testen. Ach, jetzt muss man nicht verschwende ich jetzt nicht. Es sind ja auch bloß noch ein paar Sekunden übrig. Kann ich jetzt gar nicht so auf Anhieb sagen. So, okay, drei Armadas. Die Feind ist zerstört, von daher kann ich quasi drei seltene Armadas machen. Und die Augur hat 30%, 25%, 25% an Hülle verloren. Hi Osterfeiner! Willkommen! Die Enterprise hat ca. 60% Hülle verloren. Und ja, die Feind ist zerstört. Und damit ist quasi auch die maximale Anzahl an seltenen Armadas gerade erreicht, mit Unterstützung Titan und mit Unterstützung der Cerritos. Aber ich glaube, die Cerritos hätte ich gar nicht einsetzen müssen. Auf jeden Fall, ich finde es besser. Ja, weil wenn mit der alten Crew, also einer Armada-Crew, die Feind gerade mal ungewöhnlich überstanden hat, ob mit oder ohne Unterstützung der Titan, glaube ich, ist diese Kirk-Crew wirklich besser. Also danke für den Hinweis. Vielleicht werde ich mir so merken. Jetzt ist die Frage, haben wir noch ein Schiff hier? Ja, haben wir ja, ne? Ich werde noch nicht starten. Aber wie sieht's denn aus mit epischen? 500. Ich könnte ein paar epische. Agent G, macht's gut. Ne? Hi Evie, willkommen. Wir machen jetzt epische Einzelarmada, oder? Steigern wir die ganze Sache noch. Dazu werden wir unsere Leute natürlich reparieren. Wir schicken unsere beiden größten Schiffe auch zurück. Kann man hier oben noch ein bisschen was machen. Ne? Das wird jetzt wieder ein paar Sekunden dauern. Können wir hier noch ein bisschen was machen? Schauen wir nochmal im Fraktionsshop nach. Hier, Bajorana. Ne? Oder muss ich das erst... Hier, epische? Na, ich muss das... Nee, epische haben wir ja noch gar nicht. Und selten habe ich schon umgetauscht. Und hier unten Elite-Beute-Austausch habe ich heute leider schon geholt. Kann ich leider nicht zeigen, aber da haben wir jetzt auch ein bisschen was. 2300. Da können wir wieder ein bisschen was einlösen. Aber hier oben noch Objekte. So, was haben wir denn da hier bekommen? So schön. Also diese Anzahl verstehe ich nicht. Das ist hier irgendwie falsch, oder hier? Oder ist es ein Faktor 38.000 an ungewöhnlichen Credits und 21.000 an seltenen Credits? Und wenn ich jetzt in den Bajorana-Shop reingehe, steht da eine andere Zahl, glaube ich, oder? 800.000. Ist irgendwie eine... Oder? Ist eine falsche Anzeige irgendwie, ne? Steffen, ob meine Defiant mein drittstärkstes Schiff ist... Ich habe das Gefühl irgendwie schon, aber nicht, weil meine Defiant so extrem gut entwickelt ist, sondern weil meine anderen Schiffe irgendwie hinterherhingen.
Also extra Box ist schon richtig, ja? Okay, aber... Jo, ist also die richtige Anzeige. Okay. So, wir beschleunigen das mal hier. Zack. Das kann man jetzt mal machen. So, dann schicken wir die Defiant schon mal los. Wir lassen die Crew jetzt so drauf, wie sie ist. Die Defiant hat aktuell eine Stärke von um die 6 Millionen. Mehr ausbauen kann ich die gar nicht. Wenn, dann kann ich es nur über Forschung steigern. Weil, um die Defiant weiter auszubauen, das hatte ich in meinem ersten Teststream von heute gezeigt. Könnt ihr euch nachträglich anschauen, wenn ihr wollt. Auf Twitch und in den nächsten Tagen auf YouTube. Brauche ich eine Komponente und dazu muss ich meine Ops auf 42 bringen. Also mehr geht nicht, mehr geht nicht. Meine Augur ist mein stärkstes Schiff. Die hat jetzt nicht die Stärke von Fly, der gerade geschrieben hat, so knapp 14 Millionen, also 13,9 Millionen, hat seine Augur. Die hat dann meine in 5 Jahren auch. Meine Augur selbst hat eine Stärke von 9,5 Millionen, also knapp 10 Millionen. Welche Stufe warst du nochmal, Fly? Ich scrolle gerade, ihr seht. Hast du irgendwo schon mal geschrieben? Hattest du denn nicht schon geschrieben, welches Level du bist? Steffen, deine Augur kratzt an die 20 Millionen. Das ist ja auch schon krass. Das ist schon 50 plus, ja, Steffen? 50 plus? So wie die meisten hier auf dem Server 168. So. 46, stimmt. Level 46. Naja, ich bin auf dem Blatt Papier 41. Ne? Blatt Papier meine ich eigentlich 39 bis 40. Ich bin ja von 39 auf 41 auch gerusht. Ja, Level 55. Man hat mir gesagt, ab 50 plus muss man exorbitant viele Ressourcen einsetzen. Das ist nochmal was anderes. Also für mich war es ja auch von 39 auf 40 beziehungsweise 40, 41 auf einmal eine neue Welt tatsächlich. So als ob man nochmal von vorne anfängt. So. Und jetzt haue ich meine Augur hinterher. Schön ist es, da muss ich weiß nicht, überhaupt nicht, weil es eine englischsprachige Allianz ist, Ivo. Muss ich Ivo ein bisschen mich bei Ivo ein bisschen bedanken. Ich bin ja hier Gast gerade bei dieser Allianz, dass ich ein paar Ressourcen sammeln konnte, 4-Sterne-Ressourcen. Da habe ich wenigstens ein bisschen was in der Reserve hier oben. Ich hatte hier schon 4 Sterne, 15 Millionen, so in diese Richtung. War schon mühsam, das zusammenzukratzen. Und bei Kristalle und Gas hatte ich eher so gut wie nichts. Immer so um die, naja, 3, 4, 500.000, maximal 1 Million. In der Zwischenzeit habe ich hier 6 Millionen sammeln können aus den Gebieten heraus. Jetzt durch den Wechsel der Gebiete hat Ivo nur noch Zugriff auf 4 Sterne Gas, sodass ich ja nur noch in der Lage bin, relativ zügig 4 Sterne Gas zu sammeln, aber das ist völlig okay, ist völlig ausreichend. Sodass ich dann auch ein bisschen an 4 Sterne Zeug eher regelmäßiger zusammenbekommen kann. So, es ist jetzt hier nun bald alles angekommen, dass wir hier unsere epischen angehen können. Dann ziehen wir mal unsere Schiffe schon in Richtung epische.
So, die Titan und die Cerritos ziehen wir hinterher. Und ich würde das wieder so machen. Ja, Steffen, ist ein toller Hinweis mit den Fünfer Gas sammeln. Da bin ich jetzt allerdings, wie soll ich das formulieren? Da bin ich zu sehr Teamplayer. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausdrücke. Ich überlasse das 5-Sterne-Gas den Leuten, die es aktuell gerade brauchen. Weil ich brauche das ja gerade gar nicht. Und ich glaube, das würde teammäßig oder allianzmäßig nur dann Sinn machen, wenn an 5-Sterne-Gas keiner was haben möchte. Es sind tatsächlich hier so ein paar unbelegt, was mich hier wundert. Aber du hast recht, für später kann man das Zeug natürlich ganz gut gebrauchen. Ich habe mich da eher zurückgehalten und das eher dann den starken Spielern überlassen zu machen. 4 Sterne brauche ich aber auf jeden Fall. 3 Sterne auch noch. 2 Sterne nicht mehr so. Ne? Also nice to have bei den 2-Sterne-Zeug. Ja? Aber der Hinweis ist natürlich gut von dir. So, eigentlich ist es doch egal, welche. Wir haben nur 2 epische zur Verfügung. 212 und hier 196. Wir fangen natürlich mit den 212 an und fangen, mal sehen, wie wir uns halten bei. So viel kann ich da auch gar nicht machen. So. Habe ja nur, die kosten ja 500. Ich habe nur 2200 an Richtlinien zur Verfügung. 100 Millionen G4? Na, da kannst du ja ein paar Monate Pause machen. Nee, eher nicht, wa? Vielleicht, du machst dann bestimmt auch komplette Raffinerie, ne? Ich mache ja nur 2 Container, also das erste. Und du wirst dann wahrscheinlich die kompletten Container, die maximalen Container pro Tag holen. Könnte ich mir vorstellen. So. So, dann sitzen wir bei 30 Sekunden. Bei 30 Sekunden den Defiant-Buff ein. Und dann ziehen wir die Titan als Buff hinterher. So, wir wählen wieder unsere Augur. Wir machen normale Verstärkung. Das sollte genügen. Und die Cerritos halten wir noch zurück. Nur 10 Sekunden haben wir noch. Steffen und Fly tauschen sich gegenseitig aus. Dafür ist der Chat auch da. So. Das sieht ja nicht mal so schlecht aus, aber wartet kurz, ich kommentiere gleich. Ich bringe nur meine 3 Armada-Schiffe in Position. Die Feind wird es nicht überleben. Die Feind hat 60% circa an Hülle verloren. Ich werde meine Cerritos jetzt nicht einsetzen, weil die Defiant sowieso drauf geht. Da schafft man nicht 3, sondern nur 2. Aber ich glaube, das ist auch ausreichend, weil mehr epische gibt's nicht. Fleisch schreibt, er hat rund um die Uhr 5 Miner. On Tour. Das reimt sich sogar. 385 Tage ohne zu farmen kann man überleben. Kann er überleben, Fly. Mit den 100 Millionen, ne? Ja, die Nova, Steffen, ist für mich noch Zukunftsmusik. Ich arbeite an meiner Wortavor. So, 10 Sekunden haben wir noch. Die Feind wird es nicht überleben, aber wir schauen uns danach an, wie es sich mit der Auge und mit der Enterprise verhält.
Aber so ist es, danke schon mal für die Hilfe. Schon mal ganz gut. Also man kann so ein paar ungewöhnliche machen. Drei seltene und zwei epische. Und Didi Feind hat sogar überlebt, Leute. Didi Feind hat es sogar überlebt und wir könnten, leider ist es nicht da, sogar noch eine dritte epische starten. Aber es ist leider nicht möglich. Ist leider nicht möglich. Da fehlt uns die epische. Ja? Also Level 40, 41, 42 in diesem Bereich. Ich habe das System vergessen. Alaphos. Alaphos im Gamma-Quadranten. Ich glaube, das ist das Beste, was ich aktuell rausholen kann. Dann haben wir wieder ein paar Objekte. 20.000 epische Credits oder mal 20.000 oder der Bonus. Ich hole mal meine Schiffe zurück. Glaube ich, die Titan und die Cerritos brauchen wir auch nicht mehr. Ich habe 24/7 bis vor kurzem noch vier Frachter laufen lassen. Eine hat bei mir immer Latinum gesammelt. Meine Fescher. Meine Amalgam nach wie vor sammelt im Deep Space langsam 4 Sterne Erz ein. Die lasse ich auch meistens dann über Nacht laufen. Das werde ich sicherlich dann später mal optimieren. Ihr habt mir auch den Hinweis gegeben, eine zweite Amalgam. Nur zum Sammeln von Ressourcen nützt wenig, weil die so langsam ist. Und dann hatte ich im Gebiet Kristall und Gas gesammelt. Ne? Hier im Gebiet Kristall und Gas gesammelt. Also vier Schiffe waren bei mir 24/7 unterwegs. Die Tribut und Corvus. Ich habe mal, jetzt wo ich den Stream, wo ich euch mal so zusammen habe, gerade auch so stärkere Spieler, das war. Stream lasse ich jetzt noch laufen und würde mal gerne noch einen anderen Tipp haben wollen. Vielleicht auch noch mal zwei. Und zwar folgendes: Was ich noch nicht hingekriegt habe, ist das hier. Das ist ja neu. Und zwar hier neben Baia und Cardassia gibt es ja ein neues Gebiet, das Gebiet der Xindi. Hier, und da gibt es ja, gab es jetzt das zweite Mal ein Event, wo es gilt, jetzt müsst ihr mir mal helfen, Material zu sammeln. Weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, was die hier abwerfen. Wir können hier mal reingehen. Das, was erreichbar ist. Jetzt klemmt das hier gerade. Ich hoffe, das lädt hier bloß ein bisschen. Jawohl. Das sind ja hier diese Xindi-Speer. Und die haben ja als Beute Überreste. Genau. Xindi-Überreste, so nennen die sich. So, und da galt es darum, diese Überreste zu sammeln. Ehrlich gesagt, ich habe das nicht gemacht, weil die Anzahl, die es galt zu sammeln, hätte bedeutet, ich hätte hier, glaube ich, 1.000 Schiffe zerstören müssen. Das habe ich mir gespart. Die schaffe ich ja auch. Aber ich würde gerne die Schiffe, die sich hier befinden, das ist ja Deep Space, die würde ich gern erledigen wollen. Das schaffe ich aber nicht. Das schaffe ich nicht. Und ich fange mal hier an zu reparieren. Exborg Teilchenforschung. Das ist ein guter Tipp. Beziehungsweise, da hatte ich als erstes den Gedanken gehabt, damit das überhaupt funktioniert, weil diese Xindi, wir können ja mal, ich spring mal da rein. Ich nehme hier die Cerrito, die Titan brauchen wir ja nicht mehr. Bei der Titan wechseln wir mal auf die Discovery. Und dann nehmen wir den Kalber noch dazu. Das kürzen schöne Unterdecks hier, ja? Schöne Unterdeckoffiziere drin. Dann springen wir mal hier hin. Sprung, dass wir uns das gleich mal mit anschauen können. Im Fraktionsshop, genau. Im Fraktionsshop habe ich mir bei Exborg. Da bin ich jetzt in der Zwischenzeit vom Ruf her herausragend.
Und habe mir zumindest zweimal. Wo haben wir das? Von den Xindi was geholt. Ich muss mal hier gucken. Exborg. Hier. Teilchenstrahlverzögerung. Aber das wird nicht sein. Oder das ist das Flyover, was du meinst, ne? Ich habe mir die Teilchenstrahlverzögerung geholt. Und zwar Runde 4. Das heißt, bis Runde 4 wird diese Strahlenwaffe der Xindi nicht eingesetzt. So habe ich das verstanden. Reicht aber nicht, glaube ich. Also 2 von 3. So, die dritte Stufe kann ich mir noch nicht holen. Dafür habe ich nicht genug Ressourcen. Die fehlt mir noch. Oder die Stufe reicht nicht aus. Ich muss noch eine Stufe abwarten. Wo ist denn das eigentlich jetzt? Finde ich das hier? Nee, das finde ich jetzt hier gar nicht. Hier, doch. Teilchenstrahlverzögerung Level 3. Also Maximalstufe. Da fehlen mir noch ein paar Ressourcen. Kriege ich die irgendwie anders? Die kriege ich hier drüber, ne? Hier. Trade Down. Seltenes Trade Down muss eingesetzt werden, ne? Da habe ich 360. 350, 330. Was ist das hier? Seltene. Also das macht man nicht, glaube ich, ne? Also da muss ich noch ein bisschen von diesem Zeug hier sammeln, damit ich mir Stufe 3 holen kann. Aber das muss man komplett ausbauen, wa, Fly? Das reicht nicht. Aber wir können es ja trotzdem mal testen. Was brauche ich denn sonst noch? Also, wenn ich mir das hier. Gibt es sonst noch Möglichkeiten? Oder wie kann ich von 2 auf 3 das erledigen? Also hier haben wir ja diese 40er. Ich denke mal, da kann ich hier nur auf dieses Forschungsschiff raufgehen. Und das ist ja diese Fähigkeit hier, ne? Ja, am Ende jeder Runde feuert dieses Schiff. Es wäre jetzt am Ende der vierten Runde, so wie ich es verstanden habe, feuert das Schiff einen Teilchenstrahl ab, der dem gegnerischen Spielerschiff, also mich, tödlichen Schaden zufügt, also vernichtet. So habe ich es doch verstanden. Ja? Und dann hier scannen. An der 13 Millionen. 13 Millionen. So, also, ich bringe mal hier meine Defiant zum Ende. Die brauchen wir ja nicht mehr. Ja, gratis. Fertig. So. Und Kampfschiff, ne? Kampfschiff ist am besten geeignet. Habe ich auch, ne? Wir nehmen das Kampfschiff. Die Augur. Nicht auf 20 Millionen, sondern auf 9 Millionen. Es könnte sein, die 9 Millionen gegen diese 13 Millionen, da bin ich vielleicht einfach noch viel zu schwach. Das kann auch sein. Da muss ich eben abwarten. Aber ich ärgere mich darüber, dass ich dieses Event nicht machen kann. So, Matthias, willkommen. Und du schreibst den Pike als Captain, ja? Das ist auch die Crew, die ich genommen hatte, aber diese NPC-Crew. Offiziere zuweisen. So, also. Den Pike. Ich hatte immer das. Das wird jetzt falsch sein. Ich zeige euch das, was ich sonst immer nehme. Na? Ich nehme sonst immer das hier. So. Das ist das, was ich immer nehme. Pike, Moreau und Shen. Das ist auch das, was ich immer nehme. So, den Pike. Vielleicht die Tlan, sagtest du, ne? Und Kat für die Xindi. Was? Ich habe mir im Vorfeld schon Sachen geholt, die mich ausgebremst haben, weil ich mir das geholt habe, also dafür Ressourcen verschwendet habe, Fly? Oder habe ich jetzt eine Sache, die sich eher gegenteilig auswirkt? Das glaube ich aber nicht. Du meinst bestimmt eher, ich habe Ressourcen umsonst ausgegeben für andere Sachen. Also Moral würde ich gerne drauf lassen, ne? Alles auf Gesundheit. Tlan. Also nicht die Shen, sondern Tlan sagen zweie. Oder Kat, sagt Matthias noch. Kat. Kat kenne ich allerdings nicht. Also nicht auf Anhieb. Klingt wie ein Klingone. Aber ich gucke mir mal die Tlan an. Ich glaube, die habe ich auch schon voll ausgebaut. Naja, ist ja auch ein.
müssen die eigentlich? Die müsste eigentlich relativ weit vorne sein. Ist er aber nicht. Ich schaue hier mal in Ruhe durch. Ihr könnt ja noch mal ein paar Tipps geben. Hier. 15.000. Aber ist auf Maximum. Ja, ich hätte erst das Teilchen-Ding da maximieren sollen. Ja. Jetzt brauche ich natürlich eine Variante, um an das Material für den Teilchenverzögerer ranzukommen. Ja. So, und dann hier unten, da sind jetzt die Unterdeckoffiziere egal, wa? Da haue ich jetzt rein, was auf Gesundheit und Angriff geht. Komm, das machen wir mal. Wir hauen das jetzt mal raus hier. Alle raus. Und jetzt schaue ich mir an, gehen wir mal auf, erstmal auf Gesundheit, wa? Gesundheit ist gut. Ah, da sitzt hier 10 von 11. Die sind alle im Einsatz. Der Ston ist der Erste, der gesundheitlich richtig gut drauf ist bei mir. Kann ich den hier raufsetzen? Nee, geht noch gar nicht. Der Jana kann ich raufsetzen. Die Eudi. Rima. Wir können nochmal auf Angriff gucken. Uhura habe ich und den Kang. Gorkon habe ich und Ehrenwache Worf. Das sind jetzt die, die bei mir gesundheitlich bzw. vom Angriff her am stärksten sind. Dann nehme ich den Gauron mal raus hier und den hier raus und würde Beckett, also die Unterdeckoffiziere doch rein, ja? Ja, nochmal Unterdeck. Also Bäumler ist ganz gut, ja? Xindi machen kinetischen Schaden. Ah, daher Tlan und Kart. So, Tendi, die wollte ich auch schon immer haben, genau. Den nehmen wir hier nochmal raus. Und da setzen wir Beckett auch rein, ja? Es ist jetzt eine gute Mischung. Könnte man vielleicht so machen, ne? Jetzt könnte man noch Sam reinsetzen. Aber vielleicht ist es jetzt eine Mischung. Jetzt habe ich auch einige drin, die stark in einen Angriff und in, was war das, Gesundheit sind. So. Wer ist denn Kart? Leute, wer ist Kart? Das will ich jetzt wissen. Name. So, nach Name. A, B, C, D. Kart. Hier. Was? Der Ferengi? Der Ferengi? Wenn der Gegner ein Feind ist, verringert Kart den Schaden, der durch kinetische Waffen verursacht wird, um 12%. Aha. Den kann ich sogar noch verbessern, Leute. Wir können auch beides ausprobieren. Aber da habe ich noch nie was gemacht mit dem. Das heißt, der ist noch ganz klein. Der ist noch fähnrig bei mir. Dann lohnt er sich doch bestimmt noch nicht, vermute ich. Kann ich den noch steigern? Den kann ich noch befördern? Kostet nur 10.000. Dann machen wir mal. Also den kann ich hier höchstens auf Level 10 bringen. Also der ist Lieutenant. Also ich würde erstmal mit Tlan probieren. Oder? So. Voll ausgebaut. Tlan bleibt drauf. Ansonsten Pike und Murrow. Und ich habe hier noch einen kleinen Buff drauf. Wie ihr seht oder aus meinen Videos kennt. Hier verbotene Technologie Mitrion-Kaskaden-Gefechtskopf. PMT mit Tlan nimmt man auch gern für die 49er Frachter. Ja, aber komischerweise ist Shen bei mir da besser. Ich verstehe das nicht. Ich bleibe immer bei Shen, weil ich habe es wirklich mit Tlan probiert und hat nicht funktioniert.
Vielleicht ist es bei mir irgendwie anders, habe ich das so manchmal im Gefühl. So, ich repariere mal die Enterprise, obwohl wir die nicht brauchen, und ich hole jetzt die Augur her. So, jetzt haben wir die Augur da. So. Da haben wir sie. Und dann würde ich... Wir haben hier einen 48er. Ich kann ja mal scannen, was der andere drauf hat. Ja, ja. Also, das scheint sich hier zu bestätigen, weil ein Mitspieler, der hat sowohl Tlan als auch Khan oder Chan drauf. Allerdings hat er auch schon eine Kelvin. Das heißt, hier mit einer Stärke von 27 Millionen ist das, glaube ich, dann auch schon fast wieder egal. Ich habe hier nur 9 Millionen drauf. Die Stufen machen die Fähigkeit. Na gut, okay, jetzt habe ich es gelevelt, ist wohl nicht weiter so schlimm. Aber, hat ja nicht viel gekostet. Ah ja, klar nimmt man für die schweren Frachter. Alles klar, für schwere Frachter bin ich alleine sowieso grundsätzlich noch zu schwach. So, wir probieren das einfach. Egal, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Wir greifen ein Forschungs-Xindi an. Und entweder funktioniert die Geschichte oder nicht. Aber selbst wenn nicht, kann man sich ja angucken, wie der Schaden ist, ne? Ja, das wird schon nichts. Ich sehe das schon. Es wird nichts. Dafür hat der Kampf jetzt leider zu lange gedauert. Aber... Ja, jetzt ist der Grund, warum ich die Enterprise reparieren wollte. Damit ich nämlich meine Augur hier in Reparatur schicken kann. So. Hier, Xindi, Reptilien-Kriegsschiff. Wie sieht denn das aus? Ah, an Hülle 30%. 25 bis 30% Hülle verloren. Das ist nicht viel. Meint ihr, ob man das vielleicht hinkriegen könnte? Wenn man Tlan gegen Kaat auswechselt? Wirklich, Abfangjäger sind leichter? Ich bin ja auf Forschungsschiff gegangen, weil ich ja mit meinem Kampfschiff einen Vorteil gegenüber Forschungsschiffe habe. Also, oder war das, also, oder ist das manchmal ein Trugschluss? Dann gehen wir auf einen Abfangjäger rauf. Also gerne, probieren geht über studieren. Dann machen wir das, probieren wir das aus. Also wir hatten jetzt 35, die gleiche Kuh drauf. 35 bis 40%. Nein, 30%. So, da bin natürlich jetzt hier mit meinem Kampfschiff sehr langsam unterwegs. Auch da habe ich allerdings auf euren Hinweisen gehört und habe in der Gebietsforschung ein bisschen an ISO-Emulsion ausgegeben, um die Impulsgeschwindigkeit zu steigern. Ach, Kampfdreieck geht da nicht! Ist ja ein Ding. Nö, habe ich nie drüber nachgedacht. Also im Xindi-Raum geht das Kampfdreieck nicht. Aber alleine, weil die Abfangjäger nur 11 Millionen haben, anstatt die Forschungsschiffe 13 Millionen haben, ist das leichter zu erledigen, ja? So, jedenfalls hat das nicht ausgereicht, das war mir aber klar. Ich würde nur diesen Unterschied gerne sehen wollen. Nee, der Unterschied ist kleiner. Also mit dem Forschungsschiff, das Forschungsschiff hat mehr Schaden genommen, aber das ist nur der Differenzbetrag, ne? Weil es geht ja hier nur um die 11 Millionen. Also kann sein, dass es hier nur, also jetzt sind es nur 15% etwa, was an Schaden genommen wurde. Oder ihr sagt mir, ich bin grundsätzlich ja einfach viel zu schwach unterwegs. So, Kaat, oder? Kampfschiff hatte ich schon ausprobiert.
Kann ich aber auch nehmen. Ja. Clan ist besser gegen Jäger. Aber das mache ich. Probiere ich aus. Können wir machen. Kampfschiff mal ausprobieren. Steffen sagt, probier mal Kampfschiff aus. Das hätte ich nämlich jetzt auch probiert, Matthias, dass ich Morau mal rausgenommen hätte und Kart probiert hätte. Das war auch mein Gedanke. So wie der andere Mitspieler. Ich muss jetzt bloß. Dann mache ich nach Name, weil ich jetzt nicht weiß, wo der Card ist. So, der müsste jetzt verfügbar sein. Jawohl. Kann ich den eigentlich nochmal steigern? Nee. Lieutenant ist das Einzige, was klappt. So, um die Sache zu beschleunigen. Gesundheit ist zu wenig, ja? Vielleicht machen sich andere Offiziere dann doch besser als diese mit Unterdeckfähigkeiten. Da kriege ich zumindest die Gesundheit ein bisschen besser gesteigert. So, wir werden aber erstmal das probieren. Wichtig ist ja zu wissen, ist Kart besser als Moro? So. Und wir können trotzdem mal auf den Abfangjäger gehen. Das mache ich. Also wird wahrscheinlich jetzt nicht geschafft sein. So. Sieht gleich aus. Also macht leider noch keinen Unterschied, ob ich Card oder Moreau reinsetze. Der Schaden scheint der gleiche zu sein. So, ich würde es trotzdem ausprobieren wollen, denn ohne probieren wird sowas nichts. Auch wenn das hier eine ganze Menge Ressourcen gerade kostet, aber das mache ich. Ich würde trotzdem mal ausprobieren wollen, ob mehr Gesundheit hilfreicher ist als Unterdeckfähigkeiten. So, ich gehe auf Gesundheit. 63.000. Ja, Gesundheit 25.000. Den Nero könnte ich auch einsetzen. Der hat wohl auch viel Gesundheit. Der war allerdings auf Reise gewesen. Ah, Heiko plus Erfolg hier. Keinen kritischen. Den Khan als Unterdeckoffizier einzusetzen, ist sträflich, oder? Aber der hat eine gute Gesundheit. Aber den kann ich einsetzen. Aber 39.000 an Gesundheit. Eine Pille könnte ich auch hier. Mal ein paar Offiziere zurückholen. Haben wir immer noch 39.000? So machen wir mal das. Ja. Card und Clan machen keinen Unterschied, deswegen lasse ich jetzt Card einfach drin. Ja. Das ist richtig. Ich hatte jetzt den Khan, den Nero, aber nur eingesetzt auf der Augur, weil der über gute Gesundheitswerte verfügt. Also rein nur wegen Gesundheit. So, wir gehen auf den Abfangjäger, weil ich würde gerne wissen wollen, ob bessere Gesundheit mehr hilft.
Ja, mal schauen. Aber mehr geht dann auch schon fast gar nicht mehr. So. Mal schauen. Oder ist das sogar ein, den ich schon mal erwischt hatte? Macht auch keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Also, dann ist es wirklich, dass ich einfach noch zu schwach unterwegs bin. Ja. Jedenfalls habe ich hier nicht irgendwo was versäumt. Karte ist ein toller Hinweis. Vielen Dank dafür. Also, irgendein Zugewinn muss es ja haben, die Sachen hier mal auszuprobieren. Ja. Mit Kart wusste ich nicht. Vielen Dank dafür. Tlan auch nicht. Dass das Dreieck hier nicht gilt, ist auch eine neue Erkenntnis. Aber ansonsten, dass es hier irgendein Geheimnis oder irgendeine Variante gibt, na, die ich bisher noch nicht wusste. Ja, da wäre für mich jetzt quasi eigentlich nur noch hilfreich zu wissen, wie komme ich, aber wahrscheinlich nur über Events, an dieses Zeug, um den Teilchenstrahlverzögerer auf letzte Stufe zu bringen. Also da brauche ich ja dann hier in dem Fraktionsshop das entsprechende Material. Ja, hier. Teilchenstrahlverzögerung Level 3. Dann liegt hier wahrscheinlich die Lösung drin. Ungewöhnliche Xbox-Credits muss ich noch irgendwie, aber dann steht verdient durch das Besiegen von Xindi-Feinden. Toll. Ja, so. Weiß ich nicht, ob man hier drüber. Ja, denn die Xindi-Feinde, die kriege ich besiegt. Und was sind Xindi-Überreste? Wird verwendet, um Pakete im Xborg-Fraktionsshop einzufordern. Also da muss ich hier diese Überreste einsammeln. Und dann schaue ich hier nochmal rein in den Shop. Und wo kann ich die hier drüber, ja? Also hier bekomme ich ja das Zeug. Ja? Hier. Ah, eher seltener, nicht diese normalen. Woher bekomme ich denn jetzt eigentlich? Sind die Überreste hier? 256. Da bekomme ich dann diese ungewöhnlichen Export-Credits, okay, die ich dann eintauschen kann. Aber schaut mal, ich brauche 500 Stück. 500 Stück? 256 habe ich. Um überhaupt hier diese Überreste erhalten zu können. Na, so, das heißt, und das ist es ja, ne? Ich muss in diesem 34er-System so 500 von diesen Dingern erledigen, damit ich überhaupt hier Xindi-Kopfgeld eintauschen kann. Geht auch gar nicht, ich muss auch noch geschätzt sein. Bin ich geschätzt? Nee, ich bin nur gefeiert. Nee, ich bin nur herausragend. Ich bin nicht geschätzt. Ich kann das ja noch nicht mal einlösen. Aber das hier, nee. Hier, doch hier. Hier, na doch, doch, kann ich ja eintauschen. 256. Komme ich noch irgendwie anders ran? Ansehen, ne? Ansehen? Nee, das will ich ja nicht. Xbox Credits eintauschen möchte ich nicht. Ich brauche ja diese ungewöhnlichen Xbox Credits. Ja. Vielleicht kann ich hier irgendwie noch eine andere Forschung betreiben, dass diese Xindi-Überreste sich steigern. Schild wird umgangen bei den Xindi. Beim Brennen? Nee, durch diesen Teilchenstrahlverzöger, ja. Verstehe ich das so richtig? Gut, okay. So, also komme ich noch nicht ganz so weit, ne? Aber ein paar neue Erkenntnisse durch euch habe ich dazu gewonnen, was ja, was die Xindi betrifft. Ja, gut, okay. Dann werde ich Xindi-Eskalation. Das ist Event, ja? Xindi-Eskalation? Oder ist es, was ich machen muss, um Xindi-Eskalation?
Hier, erhöht Basis-Xindi-Überreste. Ah, hier. Das hier, Xindi-Eskalation. Ups! So, ausgegeben. So, fertig. Aber 20% sind das, ne? So, Xindi-Eskalation, 20%. Bis zu 200% geht das. Die kann ich sogar noch ein zweites Mal machen, weil ich noch ausreichend an Credits habe. Die hebe ich mir aber trotzdem mit auf, weil ich muss ja auch ein bisschen Forschung betreiben. Ach, damit bekomme ich bessere Beute hier im Shop. Stimmt. Dann ist es mehr. Also keine... Ja, aber was soll's? Was soll's? Dann hat man einfach mal ausgegeben. Gut, okay. Hier können wir noch was abholen. Also, komme ich hier noch nicht so weiter. So, vielleicht sag mal nochmal, was du meinst. Kann ich leider, ist jetzt leider ein Schreibfehler drin oder ein Tastaturfehler. Schreib mal nochmal den Tipp, den du meintest. Beim Xindi-Killen bekomme ich mehr Beute. Das ist das Ziel. Das war eigentlich das Ziel, was ich erreichen wollte. Aber ich glaube, ich bei 20%. Eins bleibt eins, ne? Drei. Nee, fast 20% und auf einmal kriegt man drei? Also von eins hochgerechnet sind das für mich 300%. Ah, hier steht eins. Dann war das doch eine Anzeigefehler hier. Okay, 34. Bei den 35er hier, 3. 2. 35er? Der hat 3 als Beute. Das ist ja dann vielleicht doch nicht so verkehrt, ne? Er hat 3. Okay. Beschleunigen. Naja, dann muss ich ja doch plus 2 bis 300 erledigen. Um genügend zu bekommen. In der Forschung. Vielleicht in der Forschung. Ja, da gibt es Schiffe mit 1 bis 3. Genau, das ist gerade, was ich gesehen hatte. Hier sind auch einige mit 3 mit bei und nicht nur mit 1. Und in der Forschung kann ich auch was machen? Das ist dann sicherlich in der Exborg-Forschung. Ist es richtig? Da können wir ja auch nochmal drauf gehen. Forschung. Hier meine Forschung rein. Hier bei Exburg wahrscheinlich, ne? Oder? Feinde von Bajor. Genau, das geht schnell. Mal so schnell 100 weggeknallt. So, okay, hier haben wir ja den Borgwürfel. Kann ich hier auch irgendwie was wir forschen, um die Xindi-Belohnung zu erhöhen? Gunst des Propheten. Container-Kollektiv. Nee, hat was mit der Amalgam-Raffinerie zu tun. Verbesserten Schutz kann ich auch noch machen. Den habe ich zum Beispiel noch gar nicht. Das ist auch eine Variante. Aber ich glaube, ich den Fly, den neuen Picard, den habe ich noch nicht. Den können wir ja mal gucken. Also nur den Fraktionsshop, die Eskalation, da wo ich gerade ein bisschen was ausgegeben habe. Ja. Hier, den hier, ne? Das könnte quasi der neue Picard sein. Oder, nee, der neue Picard. Nicht der Picard. Der hier, wa? Ah, okay. Erhöht den isolytischen Kaskadenschaden? Nee.
Den Enterprise E Picard. Das hier, ne? Die Belohnung, die man über Feinde und Armadas erhält, um 60% des Basisertrages. Aber dann könnte man auch mit. Nee, den habe ich noch nicht. 44 von 100. Aber dann könnte man doch eigentlich auch mit 5 von 11 arbeiten, ne? Ich muss mal hier kurz verwerfen. Also die sind ja wirklich einfach. Da ist es ja fast egal, was man für eine Kuh drauf macht. Aber wenn man jetzt hier 5 von 11 draufsetzt, als Captain oder so, ist es eigentlich, glaube ich, völlig egal, oder? Nee, ist es nicht egal. So. So, wa? Das sollte ja völlig mit ausreichen. Und dann können wir ja mal gucken. Dann könnte man, wenn man den Picard hat, Picard und 5 von 11 draufsetzen. Und dann könnte man es doch etwas effizienter gestalten. Also ich habe ja nur 5 von 11. Also jetzt muss ich ja mal gucken, hier oben ist es. Erstmal gucken, wo die ganzen Gebiete sind. So, hier in den 35er ist es jetzt nun völlig egal. Ach nee. Also hier in den 34er-Systemen sozusagen ist es ja völlig egal. Ja, da brauchen wir groß. Und dann die Eskalation auf 50%. Das machen wir. Komm, Fly, das machen wir. Das tun wir. Wir werden in den Fraktionsshop. Da muss ich wirklich wieder Exborg-Credits sammeln. Es war ja möglich, bei den Exborg die Xindi-Eskalation auf Level 2 zu bringen, kostet 3000 andere Ressourcen. So, haben wir. So, jetzt sind wir bei der Xindi-Eskalation bei 2 von 5. Sprich, wir haben jetzt einen Bonus von 50%. Wir holen unsere Augur ran. So, dann gucken wir mal den 35er. Was hat der hier an Beute? 2. Wir nehmen uns mal einen 35er Abfangjäger. Die haben 3. Abfangjäger 35er haben 3. Den greifen wir an. So. Und dann müsste das ja im Frachtraum sein, ne? Hier drinnen. Okay, da haben wir jetzt 6 Stück drinnen. Doppelt so viel. Nicht 50% mehr, sondern doppelt so viel. Ja, na klar, wegen 5 von 11, ne? Und 5 von 11 war ja bei mir ganz gut ausgebaut. Die kann ich jetzt allerdings nicht anklicken, ne? Nochmal, um zu gucken, wie hoch das tatsächlich insgesamt ist. Und eigentlich müsste man immer auf die 35er Abfangjäger raufgehen. Ja, genauso würde ich es auch machen, Fly. Danke. Wenn ich das jetzt umtauschen kann, dann erst in den Verteidigungsstrahl, also in den Strahl, damit noch mehr Runden sind. 6 Runden sind es ja dann. Glaube ich, ab der 6. Runde, nicht ab der 4. Runde. Und vielleicht reicht das ja schon aus, um etwas weiterzukommen. Da ist einer mit einem Borgwürfel unterwegs. So, 35er Abfangjäger sollte das Ziel sein. Die haben nicht. Nee, die haben nur 2 drin, ne? Hat ein Forschungsschiff mehr drin? Die haben auch 3. Also Forschungsschiffe gehen auch, 35er Forschungsschiffe. Da hat man dann die höchste Ausbeute. So.
cool. Ja, und dann mache ich ja so weiter, ne? Genau, Forschungsschiff. Ach so, ob da vielleicht ein bisschen mehr ist, ob die Ausbeute da ein bisschen anders ist. Ich gehe mal kurz auf den Abfangjäger rauf. So, wie viel haben wir jetzt drin? 28. Da müssten ja 34 sein. Wenn man da auch 6 kriegen würde. Sind 32. Obwohl dieses Kampfschiff... Oder habe ich jetzt einen 34er erledigt? Einen 35er erledigt. Also dieses Kampfschiff hat zum Beispiel auch... Dreier. Also ich glaube, das ist reiner Zufall, ne? Also entweder haben die zwei, die hat zum Beispiel zwei und der 35er auch zwei. Aber den, den ich jetzt erledigt habe, der hatte drei. Der hat drei. Also es ist schon mühevoll. 500 brauche ich für eine Kiste. Und ich glaube, ich brauche ein paar Kisten. Damit ich genügend Ressourcen zusammen habe, um den Strahl weiter auszubauen. Aber toller Hinweis von euch. Von euch beiden. Ja. Und ich denke, das sollte es dann auch für den Stream für heute gewesen sein. Wir sind jetzt bei knapp 2 Stunden. Ich glaube, das ist für einen Stream, für eine Streamlänge auch noch ausreichend oder lang genug, dass man sich das auch noch im Nachgang anschauen kann. Also alle, die den Stream jetzt, den unangekündigten Stream jetzt nicht gesehen haben. Aber, ja, selbst wenn wir hier den 40er nicht geschafft haben, trotzdem vielen Dank, ne? Jetzt bin ich auf eine Taste draufgekommen. Ja, auch wenn wir jetzt so einen 40er nicht geschafft haben, da muss ich dann doch noch ein bisschen was in die Forschung investieren und in den Fraktionsshop investieren. Bin ich jetzt doch ein bisschen motiviert, hier bei den Xindis auch nebenbei so ein bisschen weiterzumachen, um hier auch ein bisschen stärker zu werden. Ja. Also nochmal, das soll's. Vielen Dank an alle, die den Stream verfolgt haben. Ihr habt mir eher selten die Nachricht geschickt, dass das hier irgendwo klemmt. Das motiviert mich auch dazu, des Öfteren auch einen angekündigten Stream zu bringen, dass da vielleicht auch ein paar mehr Zuschauer dann aktuell mit bei sind. Das werde ich dann hoffentlich rechtzeitig ankündigen. Ja, spielt gerne weiter. Und schaut auch gerne meine Videos, gebt mir weiterhin Tipps und wir sehen uns dann demnächst entweder hier auf diesem Kanal und vielleicht auch demnächst auf Twitch. Mal schauen. Bis dahin, macht's erstmal gut. Euer BeardP. Tschüss, Leute.